Ich habe es gestern schon angetönt, unsere Sendung heute ist ein bisschen wie ein Wellnessprogramm. Wir checken ein in einem Luxushotel, gehen ein bisschen Mode schauen und dann gibt es noch etwas Feines zu essen. Herzlich willkommen bei Glanz und Gloria. Zuerst geht es gerade mal in die schönste Herberge vom ganzen Land. Das ist das Jahr das Chedi in Andermatt. Hotel aber mehr als einfach nur schön sein. Grund zu feiern gibt es zurzeit auch beim Filmfestival zu Venedig. Besonders für jemanden. Von Italien nach Amerika oder besser gesagt nach Frankreich. Parlez-vous français? Dann verstehen Sie ja sicher, was dieser junge Herr da erzählt. Keine Angst, ich habe also auch kein Wort verstanden. Das ganze Ausmaß von Robbie Williams seiner französischen Tragödie sehen Sie auf unserer Webseite. Gestern ist die 10. Ausgabe der Mode Suisse über die Bühne. Eine Plattform, wo unter anderem aufstrebende Schweizer Modedesigner ihre Kollektionen präsentieren. Neben der Mode ist uns aber vor allem ein Gesicht aufgefallen. Ein Schweizer Topmodel, das man schon länger nicht mehr bei uns auf dem Laufsteg gesehen hat. Sie sind sicher auch schon mal an einem Streetfood-Festival gewesen. Das gemeinsame Schlemmen auf der Straße von unkompliziertem und preiswertem Essen liegt zurzeit gerade im Trend. Jetzt machen auch Schweizer Gourmet-Köche Streetfood. Zwar nicht auf der Straße, dafür mit insgesamt 18 Michelin-Sternen und 244 Gourmet-Punkten. Und ich habe jetzt dafür Hunger. Gut, ich nehme mal an, dass viele Essen ist auch an Ihnen nicht spurlos vorbeigegangen. In dem Sinn, ein guter an alle, die noch nichts zu Nacht haben. Und ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Einen schönen Abend.